Okay. Sein Bruder sagt ihm, das ist ein guter Spielmeister. Spielmaster, auch schön. Denglisch hier wie Coming oder so. Naja. Also ein guter Dungeon Master wird nicht von irgendwelchen Food Sessions abgelenkt. Es ist alles Fokus. Okay, was haben wir da Schönes? Der Dreadchalk Wizard. Crundy Up heißt er wohl. In seiner eigenen Sprache. Der in einem arkanen Symbol steht, bla bla bla. Leuchtet so ein bisschen schön und so. Und er hat offensichtlich noch irgendwelche Guards dabei. Na gut. Ich nehme an, hier, das ist auch wieder so ein beschwerliches Gebiet, wo man nicht so gut durchkommt. Wow, das sind viele. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, wir haben wieder haufenweise Heilauren schon mal zu vergeben. Das ist schön. Wir haben außerdem einen Spark, der schwer zu blocken ist und viel Reichweite hat. Das gefällt mir auch schon mal. Wir werden den erstmal sparken, denke ich. Er hat eine Toughheit und deswegen macht ihm das nichts. Das ist unschön. Also ich kann die nicht wirklich hier mit Chop, das wird nichts. Das ist ein kleines Problem. Also die sind halt sowieso, die kommen mir nicht nah genug. Weil wenn die angreifen wollen, die haben halt mehr Reichweite als ich. Hier kommt nämlich der Spear Thrust zum Beispiel so. Kommt nicht durch die Rüstung durch, finde ich schon mal schön. Also macht gar keinen Schaden. Wenn ich jetzt den noch einen zurückschubse, dann kann er hier nicht mehr angreifen. Mein Kleriker, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Na, Schaden macht. Er wird gar nicht zurückgeschubst, das ist schlecht. Das finde ich nicht schön. Na gut, dann choppen wir ihn einfach so. Na, es macht sowieso nicht vollen Schaden. Unschön. Aber kann man nichts machen. Dann schieb ihn mal. Na, das war blöd. Ich sollte ihn nicht zurückschieben. Weil er hat mehr Reichweite als ich. Ah, Snizzle, denkt doch an sowas. Ich stell dich mal so lange dazwischen. Dann kannst du nämlich von da erstmal nicht mehr angegriffen werden. Die sind übrigens fast alle alleine. Da haben wir die zwei. Dann haben wir auch den Wizard und den Spearman. Und da kriege ich wieder böse Sachen angezeigt, die ich da gar nicht sehen will. Okay, wir machen das jetzt so. Das war blöd. Ich hätte das einfach auch casten können auf einen von meinen Leuten. Okay, merken wir uns. War eine doofe Idee. Er scuttelt nach vorne. Ich kann ihn stabben. Ich kann aber auch den dahinter stabben. Und wenn er dann. Ja, wir versuchen ihn mal zu stabben und zu töten. Na, Mist, er würfelt natürlich gut. Wäre ja auch zu einfach. Das Problem ist, wir haben keine Attacke mehr. Aber was ich machen kann, ist nach hier laufen. Dann hat er keinen mehr in Reichweite. Der wird sich wahrscheinlich zurückziehen, um wieder auf Reichweite zu kommen. Nein, tut er natürlich nicht. Macht aber nichts. Immerhin kriegen wir nur 3 Schaden. In Anführungsstrichen nur. Greife ich den Magier an? Der ist wahrscheinlich gefährlicher, aber ich werde trotzdem ihn wegbraten. Ha, es hat sogar funktioniert, finde ich schon mal gut. Er scuttelt in diese Richtung und ist damit fast in Reichweite meines penetrating Dingsies. Außerdem kannst du theoretisch noch Leute hauen. Wenn du jetzt nach vorne läufst, da bist du nicht in Reichweite von ihm, glaube ich. Das ist gut, dann kannst du den Magier verhauen. Ich glaube nicht, dass der hier mit seinen 2 Karten noch Movement hat. Okay, er kommt angelaufen, das ist nicht so schlimm. Ich laufe erstmal noch. Und zwar nach hier. Von da kannst du nämlich dann auch deinen Penetrating Zap nutzen. Okay. Short Spark, Hark to Block. Auf meine Magierin. Finde ich nicht gut. Dafür kriegst du einen rübergezogen, mein Freund. Er hat eine Toughheit und deswegen, ja, schade. Predictable Schlag, das ist noch nicht schön, aber es geht nicht besser. Das ist schon okay so. Hau ihm einen. Zack, Pock, wieder sogar zurückgeschlagen, was nicht gut ist. Jetzt kann ich ihn nämlich nicht mehr erwischen. Doch, kann ich. Ha, kann ich wohl. Und zwar folgendermaßen. Da. Dann bekommst du sowieso erstmal noch das da ab, weil es geht. Und jetzt stehst du da irgendwie blöd, nämlich falsch rum. Egal, heil dich mal. So. Und dann werde ich noch den Magier wegseppen. Zack, Penetrating Zap. Weg damit. Okay.
Und dann wird gepasst. Mehr kann ich gerade sowieso nicht tun. Ich hoffe, ich komme an den da gleich noch irgendwie ran. Yep, er kann einmal laufen zumindest. Das ist gut. Kannst noch einmal heilen und du hast einen Big Zap. Auch das ist ganz gut. Das heißt, ich werde ihn da hinten mal in die Ecke drängen, glaube ich, bevor ich irgendwas anderes mache. So. Er haut mich mit seinem blöden Speer. Aber die Rüstung halten Stand. Kriege ich nur 2 Schaden. Das ist schon mal schön. Er kann sich gleich noch was ziehen. Das gefällt mir nicht. Deswegen wirst du jetzt erstmal gesappt. Er hat zumindest versucht zu zappen. Klappt nicht so richtig. Er scuttelt weg. Wahrscheinlich hätte ich ihn dann doch erst angreifen sollen. Kann man nichts machen. Ich hoffe, er kann nicht nochmal laufen. Doch, er hat noch einen... Na, das ist schlecht. Ich hoffe, er benutzt... Ja, er benutzt ihn. Es war klar. Dann heile ich wenigstens. Er passt. Weiß nicht, was er da noch hat. Es könnte ein Schlag sein. Es wäre zwar ungünstig, aber ich werde trotzdem hier hingehen. Das ist scheinbar kein Schlag. Sonst hätte er es... Und ich bin blöd. Sonst hätte er es gemacht. Ich bin nicht nah genug rangelaufen. Da kann ich eigentlich nur passen und Karten wegwerfen, denn der andere passt auch. 2 wird er sowieso nicht machen. Und dann werfe ich noch eine Reliable Hide weg, weil die nicht so doll ist. Ein Schaden, ne, bringt nicht so viel. Spear Trust. Ja, schade. Oh, wir haben noch eine zweite Rüstung, aber auch die leider nicht geholfen. Penetrating Zap kommt auf jeden Fall ran. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Penetrating Zappen. Zack. Er gibt ihm einen mit, aber es wird um einen verringert, das ist gut. Das ist nicht viel, aber immerhin. Und dann werde ich dich angreifen, hoffe ich. Na, er skattelt wieder weg. Verdammter Mistrock. Das ist nicht gut hier gerade, weil wir sind zu nah, zu weit auseinander. Er läuft auch weg, aber er ist so weit weggelaufen, dass ich jetzt mit meinem Magier zumindest hinterherkomme. Diesmal muss ich 2 auf jeden Fall weit gehen. Die Frage ist, zu welchem gehe ich? Welchen töte ich? Ich töte ihn hier. Zumindest möchte ich das gerne. Er passt. Komm, bitte. Und 2 reduziert. 2 reduziert ist okay. Wir können ihn immer noch, wenn er jetzt nochmal nicht schafft, dann stirbt er. Ah, crap. Natürlich mit beiden sogar noch, ist klar. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das kommt weg und das kommt weg. Und bei dir kommt eine der Rüstungen weg. Auch wenn das wahrscheinlich nicht schön ist. Gib nochmal Healing Presence. Bringt mir gerade nichts. Ich habe meiner hier für hier unten. Das ist gut. Was ist das? Ein Arkanschaden. Dafür mache ich 3. Nee, ist nicht so toll. Wenn ich da hinterher laufe, dann bringt mir das leider auch nicht so richtig viel. Muss ihn da hinten nämlich irgendwie. Hier kann ich ihn einkesseln. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinlaufe, zack, dann gibt dem. Oh, dann gibt er der Magierin einen mit dem Speer. Aber er hat nichts mehr zum Angreifen. Das ist gut. Das heißt, wir können ihm jetzt einfach einen rüberziehen hier. Zack. Nee, kriegt da wieder einen Schaden nur. Und du hältst es aus. Das ist wunderschön. Er kann gleich noch einmal scuttlen, aber wenn er das gleich macht, ist das nicht so schlimm. Ich heile mal meine Magierin. So. Ja, lauf doch. Ist mir doch egal. Du kriegst jetzt erstmal einen hier mit. Ja. Nein. Oh, jetzt überlebt der nochmal. Ich krieg die absolute Krise. Das gibt's einfach nicht. Komm, heile sie nochmal. Was will man machen? So, und jetzt, er passt. Er wird jetzt gleich wieder wegscutteln. Aber das kann er nicht, wenn ich da hinten... Na, da kann ich aber nicht hinlaufen. Will mich das gerade ein bisschen nervt, ne? Ich muss den irgendwie einkesseln. Da kann ich ihn wieder nicht einkesseln, glaube ich. Ah, das ist doch nicht zu glauben. Tja, was will man machen, ne? Machen wir es so. Weg mit deinem Weak Strike, Logan, und dann gucken wir mal. Oh, ich bin zum Glück zuerst dran. Das heißt, Penetrating Zap, ich kann ihn erstmal wegbraten. Sehr gut. So, du kriegst einmal den Speer ab, aber deine Rüstung hält zumindest einen Schaden davon auf.
Er hat noch einen Schlag. Ich hoffe, er macht keine 5 Schaden mit dem Schlag, sonst könnte ich ein Problem haben. Nein, er scuttelt doch nicht nach da hinten. Mann, das gibt's doch nicht. Er passt. Das ist okay. Das heißt, ich kann jetzt schon mal nach hier hin und den dann hoffentlich vielleicht gleich noch heilen. Du kannst dashen. Und zwar nach da vorne. Dann kommt er nämlich gleich hoffentlich nicht mehr weg. Hoffentlich. So, das kommt durch die. Das andere kommt durch die Rüstung durch. Das brauchst du auch nicht mehr. Das ist nur eine Verbesserung. So, und das kommt auch noch weg. Bitte! Jetzt was Ordentliches, ne? Das ist schlecht. Das ist sehr ungünstig. Ich weiß nicht, was er noch hat. Ich werde ihn jetzt in diese Ecke da hinten teleportieren. Dann werde ich dich heilen. Er traut sich da hinten scheinbar nicht aus der Ecke raus. Das ist gut. Dann kriegt er jetzt erstmal einen Zap ab. Er kann sich nämlich noch mindestens einmal bewegen. Ich weiß nicht, was er sonst noch hat. Irgendeinen Schlag oder so. Das Problem ist, ich kann nicht riskieren, meinen Krieger dahin zu schicken. Der kriegt nämlich sonst aufs Maul. Und das ist ungünstig. Lauf du mal nach da. Er scuttelt. Er hat immer noch irgendwas. Aber man weiß nicht genau, was es ist. Das heißt, da hinten kriegst du auf jeden Fall nichts ab. Er passt immer noch. Nach da. Er passte. Er hat nichts Sinnvolles, glaube ich. Aber ich kann nicht mit meinem Krieger angreifen gerade. Das geht nicht. Das ist dafür. Sonst kriegt er hier noch einen Schlag ab mit dem Speer und dann war es das für meinen Magier. Er passt. Penetrating Zap. Zack. Jetzt hat er auf jeden Fall wieder einen Schlag. Das heißt, so, wenn ich jetzt hier hinlaufe, er kann meinen. Wie kommt er denn jetzt da dran vorbei? Wer hat das denn jetzt gemacht? So. Hey, das ist unglaublich, ne? Jetzt muss ich vor allem mit meinem Krieger wieder ein Stück weglaufen, weil der bestimmt noch einen Schlag hat. Und den will ich mir nicht fangen. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ach, der hat dieses komische Tumble oder wie das Zeug heißt, ne? Ganz am Anfang irgendwann mal gespielt und deswegen kommt der an meinen Leuten einfach so vorbei. Ich brauche nur noch einen von den Cuts, um durchzukommen, wenn ich möchte. So. Ich werde den jetzt gleich hoffentlich mit meiner Magierin wegseppen. Er passt. Sepp ihn, verdammt. Sepp diesen verfluchten Trock. Meine Güte, Adventure complete. Na endlich. Gibt's ja wohl nicht. Die Trocks wurden zerhackstückelt in diesem Fall. Crushed steht da, aber ist mir egal. Es ist schon spät angeblich. Das nächste bisschen möchte er gerne für die nächste Woche aufheben. Beziehungsweise für die nächste Session. Egal, Loot. Loot, Loot, Loot. Da gibt es wieder Stufen. Ah, Kleriker Stufe 3. Na, geht doch. Es gibt noch einen Divine Item Slot. Das ist doch wunderbar. Außerdem kriegen wir noch einen Moment. Jetzt gucke ich erstmal. Du hast keine neue Stufe, du auch nicht. Aber du, das ist schon mal gut. Oh, ein Stab. Ein Epic. Eine Epic. Awesome. Schimmer Armor 3. This armor only prevents damage from magic and projectile attacks. Weiß ich nicht. Wenn man gegen Magier ist, ist das bestimmt cool. So, Sparkling Staff. Spark, Short Spark. Das ist gut. Das kriegst du jetzt erstmal. Du hast zwar hier das Penetrating Zap und so, aber das andere ist, naja, die Force-Dinger sind dann natürlich weg. Das ist unschön. Simple Bash werde ich auf keinen Fall benutzen. Ach, und da ist noch so ein Ding hier. Ja, da kriegen wir einen neuen Force Bolt. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Dann würde ich sagen, du kriegst jetzt dieses Ding. Dann wirst du jetzt, das sind die Penetrating Zaps mit bei. Und da die Telekinese, die ist zwar gut, aber wir werden das jetzt so machen. Und dann hatten wir doch hier irgendwo noch, das ist es nicht. Das ist es, ne? Genau.
Ich glaube, oder? Ja, da ist das Teleportieren und so mit bei. Dann kriegst du nämlich das jetzt noch. Was war das? Ein Kriegerdings, aber das kann ich noch nicht benutzen. Okay, für dich haben wir sonst, glaube ich, jetzt nichts mehr irgendwie. Divine Item habe ich, glaube ich, nämlich nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Müssen wir gucken. Müssen wir uns noch eins kaufen? Oh! Costumes. Da können wir das Aussehen verändern unserer Charaktere. Oh, das ist ja interessant. Und da kriege ich wieder ein bisschen Pizza. Okay, das heißt, sehr cool. Wir können das Aussehen unserer Leute so also verändern. Damit können wir sie unweiblich machen. Ist klar. Können wir das Geschlecht noch verändern? Sehr interessant. Möchte ich aber gar nicht. Exit. Und da gibt es ein neues Abenteuer. Stufe 5. Das ist okay. Aber wir gehen jetzt zurück in die Armory. Verkaufen Zeug. Denke ich mal. Das bestimmt nicht. Was ich noch haben wollte. Divine Item, der hat nämlich nur Withering Faith, oder die hat nur Withering Faith dann, und das bringt mir ungefähr so gar nichts, und ich möchte es auch gar nicht haben. Deswegen möchte ich gerne irgendwas anderes. Was ist das denn hier? Aha. Interessant. Coole Items, die es hier gibt, muss ich schon mal sagen. Novice Healer. Divine Skill, aber ich brauche ein Divine Item, kein Divine Skill. Was ist denn das? Unholy Power. Target draws two cards. Oh, das ist nicht schlecht. Demonic Revenge. Trade. Reveal all unholy cards in your hand. Zwei. Oh, das ist nicht gut. Nee, das will ich, glaube ich, nicht. Zu viel Drawback. Dankeschön. Können wir stattdessen irgendwas Sinnvolles nehmen? Was ist das denn? Cleansing Presence. Nö. Nö. Das denn cooles? Ein Schild gegen Magie und so Kram. Cool. Das ist noch ein Broken Charm. Misguided Heal ist nicht schlecht. Ich glaube, ich werde mir so ein Ding kaufen. Davon hatten wir, glaube ich, zwischendurch schon welches. War wahrscheinlich dämlich, das zu verkaufen, aber es passt schon. So, können wir dir noch irgendwas Gutes tun? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Healing Presence, stattdessen einen ordentlichen Heilzauber und mehr Schaden, aber ich glaube, das lohnt sich auch nicht so richtig. Aber ich hätte fast gerne noch eine neue Waffe für dich sonst. Das ist eine Divine Weapon. Wow. Ganz viele neue Zauberdinger. Ein Kobold Killer. Stiletto? Penetrating Cuts, und zwar eine Menge davon. Nicht übel. Nein, wir bleiben erstmal dabei, was wir gerade haben. Ich denke, das ist schon okay so. Ja, für meine zweite Session soll es das, glaube ich, dann jetzt auch erstmal gewesen sein. Wir haben noch drei Abenteuer geschafft. Eine ganze Menge, möchte ich mal so sagen. Diesmal auch ein paar schwierigere. Ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich nachher tatsächlich noch eine Aufnahme machen. Jetzt ist nur gerade mal irgendwie ein bisschen Zeit für eine Pause. Und vielleicht kommen wir ja sogar tatsächlich noch weiter, bevor wir dann irgendwie am nächsten Tag ja theoretisch die Daily Resets irgendwie machen müssen. Also zumindest wäre es wahrscheinlich sinnvoll, die zu machen. Ich weiß es noch gar nicht genau, wie das läuft. Ich spiele das ja jetzt auch den ersten Tag erst noch. Ja, wie immer, ne, so Kommentare und so immer gerne gesehen. Also Kommentare mit konstruktiver Kritik und sowas, ob ich das weiterspielen soll. Ihr wisst ja, wie das alles funktioniert. Also, ich würde sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.